Willkommen in der Steinemeisterei zu einem B-Modell aus dem Kreator-Set 31035. Die Setbezeichnung dieses Modells hier Ferienhaus. Aus dem Jahr 2015 stammt dieses Set, 286 Einzelteile, zwei Figuren dabei. Jo, das A-Modell hatten wir bereits gebaut und als Video online gestellt. Das ist also die Strandhütte gewesen. Jetzt also hier das Ferienhaus als B-Modell. Und ich kann nur sagen, es sieht richtig schick aus. Wir haben unsere beiden Figuren auch hier wieder mit dabei. Das Thema ist immer noch das gleiche. Es geht ja also um das Surfen. Das Surfbrett ist standardmäßig wieder dabei hier in diesem B-Modell. Und wir haben also das folgendermaßen hier aufgebaut, dass wir hinten hier oder was wir ein Ferienhaus haben und hinten rein im Prinzip dann diesen Garten haben. Und in diesem Garten befindet sich also hier so ein kleiner Teich, Fluss. Jedenfalls sollen dort so Wellen drinne sein. Also es sind so angedeutet und hier kann also im Prinzip losgesurft werden. Das ist also jetzt die eine Interpretation des Sets. Die andere Interpretation, die ich dazu habe, ist, dass wir also, wie gesagt, das Ferienhaus haben, hinten im Garten dann auch so einen kleinen Pool wieder und dieses Surfbrett als solches nur als Sprungbrett dient, um im Prinzip dann anschließend hier in das Wasser reinzuspringen. Das wäre die zweite Interpretation. Kann man sich zurechtlegen, wie man ja gerne möchte. So, dann unsere beiden Figuren wieder dabei. Die männliche Person und die weibliche hier im Liegestuhl mit entsprechend ihrem Drink. So, dann haben wir hier noch so ein kleines Radio installiert. Und das war es eigentlich im Großen und Ganzen zum Garten. Wir haben hier so einen kleinen Eimer noch, ein paar Blumen am Haus, hier so eine schöne Leuchte. Und das eigentliche Haus ist also dann wieder begehbar über diese transparente Tür. Und das Ganze können wir dann also wieder aufklappen im 90-Grad-Winkel und können dann hier ins Innere des Hauses blicken. Ganz entspannt, ganz spartanisch ausgestattet. Viel sehen wir hier tatsächlich nicht. So sieht das Ganze von drinnen aus. Also eigentlich ein Hauch von nichts, wenn man das so sagen darf. Wir sehen eigentlich hier, könnte ein Kamin angedeutet sein, hier in der Mitte ein bisschen. So, jetzt sehen wir es, glaube ich, ein bisschen besser. Und ansonsten gibt es hier nicht viel zu entdecken. Trotzdem schick, von vorn oder von hinten, je nachdem, wie man möchte, sieht das Ganze dann so aus. Also ein Spitzdach, welches relativ weit runtergezogen ist. Und wir haben dann hier im Dach eingelassen nochmal so ein Fenster, so ein doppeltes. Und das war es eigentlich im Großen und Ganzen zu diesem ganzen Modell. Das B-Modell, wie gesagt, das A-Modell gefällt mir also wesentlich besser, muss ich sagen. Das aber auch nicht ganz schlecht. Ja, es folgt also noch ein drittes, wie gewohnt, aus der Kreator-Serie. Das kommt dann in den nächsten Tagen. Bis dahin, danke erstmal fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss.